Hey, habt ihr euch mal gefragt, was das Theater Freiburg alles aufführt? Oder wie es dort überhaupt abläuft? Dann seid ihr hier genau richtig. Denn ich bin Yannick und ich stelle euch nach und nach immer wieder spannende Premieren vor, blicke mit euch zusammen hinter die Kulissen und führe mit Leuten, die hier am Theater Freiburg beschäftigt sind, interessante Interviews. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, und herzlich willkommen zum ersten Video des Videoblogs Yannick empfiehlt. Wie ihr hier schon sehen könnt, komme ich gerade aus den Proben der Schauspielproduktion Die kleine Hexe, um die sich nicht nur das heutige Video dreht, sondern die auch am 13.11.2016, also nicht am 12. und nicht am 14., sondern am 13.11.2016 hier im Theater Freiburg ihre Premiere feiert. Hast du schon gesagt, dass es um 16 Uhr ist? Nee, habe ich noch nicht gesagt. 16 Uhr. Um 16 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Wenn mich jetzt nun jemand fragen würde, wie meine Kritik zu den eben gesehenen Proben ausfällt, dem würde ich sagen, extrem geil. Und das sage ich nicht nur, weil ich es sagen muss, sondern weil es so ist. Neben mir steht jetzt der Dramaturg Jonas Görz. Hallo Jonas. Hallo. Ja, da stellt sich natürlich gleich die erste Frage. Was macht ein Dramaturg überhaupt? Das ist eine komplexe Frage. Ich versuche es mal einfach zu halten. Der Dramaturg ist ein bisschen wie ein Berater für die Regie. Und jetzt, während der Proben, bin ich einfach da zu gucken, stimmt das Verhältnis zwischen den Figuren? Ist es lustig? Macht es Spaß, dabei zuzuschauen? Und läuft das Organisatorische drumherum? Premierenfeiern werden organisiert, Programmheft wird geschrieben, Bilder werden gemacht und ausgesucht. Was ist jetzt das Besondere an der kleinen Hexe? Also die kleine Hexe ist erstmal ein großes Spektakel. Wir haben viel Schauspieler drin. Es sind 6 Schauspieler und 3 Live-Musiker, die alle in verschiedenen, mehreren kleinen Rollen und großen Rollen auftreten. Diese Reise dieser Hexe ist natürlich auch was Besonderes, weil sie erstmal total zeitlos ist. Es ist eine Reise, die sich einerseits um die Frage dreht, was ist eigentlich gut und was heißt gut handeln, und andererseits ist es auch diese wunderschöne Geschichte mit ihr und dem Raben, die sich irgendwie gegen so eine Erwachsenenwelt versuchen zu behaupten. Jonas, noch eine Frage hätte ich. Wenn man sich den Titel Die kleine Hexe durchliest, beziehungsweise die Inhaltsangabe, könnte man meinen, dass das ein Stück nur für Kinder ist. Aber ist es wirklich nur ein Kinderstück? Also es ist natürlich unser Weihnachtsmärchen, was sich primär an Kinder ab 5 richtet, und gleichzeitig würde ich sagen, es ist von der Qualität, dass sehr, sehr viele Generationen da Spaß dran haben können. Es gibt sehr schräge Figuren um die kleine Hexe herum, die auch Erwachsene ansprechen. Und wir haben auch was ganz Besonderes vor, um das auch nochmal zu unterstreichen, nämlich am 2. Dezember wollen wir um 21 Uhr abends ein Spezial machen, eine Aufführung des Kindermärchens nur für Erwachsene, beziehungsweise speziell für Erwachsene. Und im Anschluss geht es dann auch noch zur After Hour in die Hexengrotte. Wir haben uns da noch ein bisschen was Spezielles überlegt. Ich bedanke mich wirklich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und wir sehen uns zu einer Aufführung der kleinen Hexe. So, ich gehe jetzt wieder zur Probe. Das kommt jetzt nicht wieder dran.